Hallo! Wir sind den ersten Tag wieder in Brisbane und es ist mein erster richtiger Tag in der Innenstadt. Eigentlich wollten wir zu einem Einkaufscenter, aber wir sind nicht rechtzeitig ausgestiegen. Deshalb hatte ich quasi jetzt das Glück im Unglück, dass wir jetzt in die Innenstadt gefahren sind und ich jetzt wirklich mal ein bisschen was von der Stadt sehe. Wir müssen so ein paar Basic-Sachen einkaufen, wie also ich brauche zum Beispiel Zahnpasta, aber ansonsten vor allem Zutaten für Nussecken und Zimtsterne, die wir nachher dann noch backen. Backen wir das heute? Ja. Wahrscheinlich werden dann die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren laufen, weil morgen früh dann ja Weihnachten gefeiert wird. Wir feiern ja hier am 25. morgens, was auch noch irgendwie ganz verrückt ist, aber es wird ja dann zur gleichen Zeit sein, wie meine Familie in Deutschland am 24. abends feiert, weil wir ja 10 Stunden in der Zukunft sozusagen sind. Ja, die Gebäude sind schon so groß. Bin sehr gespannt, die Stadt jetzt ein bisschen mehr zu sehen. Why do I keep on getting chocolate? Because people must think you like it. Because you're so pretty. I keep on lying. That's Benji! Hallo Freunde, gestern der Tag war sehr busy. Wir haben ganz viel für Weihnachten noch besorgt und Geschenke eingepackt und Plätzchen gebacken und gekocht und so weiter für heute, weil hier ja am 25. morgens Weihnachten beginnt und bis jetzt läuft es so ab. Morgens wurden die Geschenke ausgepackt. Um 7 ging alles los, weil mit einem kleinen Kind ist 7 schon relativ spät. Ich war schon um 6 Uhr überrascht, als ich einmal kurz wach war, dass er noch geschlafen hat. Deshalb war ich schon sehr dankbar, dass ich bis 7 schlafen konnte. Und dann haben wir die Geschenke ausgepackt und ich habe Yogastunden geschenkt bekommen. Ich bin so gefreut, weil das hier einfach alles ziemlich teuer ist. Und jetzt kann ich mit meiner Hostmom zusammen zum Yoga gehen. Das wollte ich sowieso machen, aber ich war noch am Überlegen, weil es halt einfach ziemlich teuer ist. Und jetzt kann ich es machen. Für einen Monat habe ich es geschenkt bekommen und dann kann ich es mal so ausprobieren. Und ja, genau. Von meinen Eltern habe ich geschenkt bekommen, dass der CO2-Ausstoß, den mein Flug nach Sydney, von Frankfurt nach Sydney verursacht hat, dass der kompensiert wird. Also, dass so viele Bäume in Projekten gepflanzt werden, dass der CO2-Ausstoß kompensiert wird. Also, ich hatte mir das gewünscht, weil ich einfach schon ein schlechtes Gewissen hatte wegen der Flüge und weil das auch einfach ein perfekter Wunsch jetzt gerade so war, weil was Materielles, ein bisschen schwierig von Deutschland nach Australien und das war einfach jetzt super und jetzt hat mein Vater mir so eine PDF-Datei geschickt, wo ich so ein richtiges Zertifikat habe, dass ich das Geschenk bekommen habe und in welches Projekt das gesteckt wird und so. Super cool. Und meine Schwester hat mir so ein super süßes Memory-Buch gemacht, Memories. Und da sind halt ganz viele Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben in der Zeit, in der ich noch in Deutschland war. Also von ganz klein bis halt jetzt. Und dann hat sie das immer aufgeteilt in zum Beispiel da, wo wir früher gewohnt haben, Fotos davon von unseren Campingurlauben und so. Es ist privat, deshalb zeige ich euch das jetzt nicht, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Es ist halt ganz klein und sie hat das ganz klein eingepackt und dann konnte ich das super gut mitnehmen. Mich total darüber gefreut. Meine Eltern hatten mir auch noch so ein Adventskalender in Form einer Karte geschenkt und ich mache den aber jetzt über den Januar weiter auf, weil ich ja gar nicht die ganze Adventszeit hier war und ich habe den auch erst bekommen, als ich nach Australien geflogen bin. Das heißt, die ersten Türchen hatte ich dann sowieso noch nicht öffnen können. Deshalb öffne ich die jetzt so nach und nach, ganz unabhängig vom Datum. Und in der Karte stehen halt auch noch ganz, ganz liebe Worte. Und dann habe ich noch so kleine Ohrringe bekommen. Ich habe den gerade hier drin. Ich habe auf der anderen Seite meinen Perlenohrring drin, den ich eigentlich immer dran habe. Die zwei unterschiedlichen, mein Dutt löst sich hier schon auf. Ich hatte eigentlich meine Haare offen und diesen Weihnachtshut hier an. Wir haben alle so Weihnachtsmützen, was ich sehr cool finde. Das bringt so ein bisschen die Weihnachtsstimmung, weil die Kinder spielen gerade draußen im Pool. So, es ist irgendwie 30 Grad und wir haben einfach Weihnachten. Und ich habe hier mein Kleidchen an, das, was sieht man, ach so genau,
Die Tasche habe ich auch von meiner Gastfamilie geschenkt bekommen als Willkommensgeschenk, sage ich mal. Richtig lieb. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwas zu bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe oder nicht. Die haben mir auch noch so einen Koala geschenkt. Total süß. In Australien hergestellt. Und eine Schildkröte. Da steht auch Australia hinten drauf. Und wenn ich dann richtig hier zu arbeiten anfange, kann ich das an meinen Schlüsselbund machen. Und das hört gar nicht auf. Also ich war echt so, oh mein Gott, warum schenkt ihr mir so viel? Also schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich natürlich auch überhaupt nicht so viel mit hierher bringen konnte. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie mir irgendwas schenken. Deshalb, ja, noch so eine Wasserflasche von Swell. Und die sind echt super gut. Also das ist jetzt nicht irgend so eine Wasserflasche, sondern eine richtig gute, die hier bei den Temperaturen das Wasser kalt hält und so. Ich habe zwar schon eine, ich habe so eine 24-Klima-Bottle. Und die ist auch richtig gut, aber man trinkt hier so viel Wasser, dass man im Prinzip die ganze Zeit volle Flaschen hat. Also sind zwei Flaschen noch viel besser als eine, weil ich dann zwischendurch auch immer mal eine trocknen lassen kann. Ja, genau. Oder wenn ich mal eine verleihen möchte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall momentan sehr glücklich hier. Kein Heimweh oder so. Also ich muss sagen, jetzt wo meine Familie zu Hause einfach schon mit Weihnachten feiern fertig ist und ich das so gar nicht mitbekommen habe irgendwie, und bei uns es jetzt erstmal losgeht, bin ich so ein bisschen in so einer, es fühlt sich komisch an einfach. Aber so richtiges, schlimmes Heimweh habe ich zum Glück nicht, weil die ganze Zeit passiert hier so viel. Das habe ich auch meinen Freunden und meiner Familie gesagt. Ich bin die ganze Zeit busy. Ich habe gar keine Zeit für Heimweh. Ja, aber das ist ja auch gut so. Und ich hoffe, dass es so bleibt, weil natürlich vermisse ich zu Hause, aber so richtig schlimmes Heimweh ist einfach echt nicht schön und ich hoffe, dass es nicht zu so einer Situation kommt. Ich hatte eben den Vater gefragt, ob ich ein Foto posten darf mit meinem Gastkind, mit einem Emoji auf dem Gesicht. Und dann meinte er, ach, das sehen die gar nicht so eng, ich kann das ruhig auch ohne den Emoji posten und so. Und er freut sich, dass ich aber gefragt habe und so. Und ich war so, ja, klar, frage ich. Ich poste das ja nicht einfach, mein Account ist ja öffentlich. Und am Ende, wenn die das dann so gesehen hätten oder so und dann, das wäre nicht so, hätte wahrscheinlich nicht gut geendet. Also ich wusste ja nicht, wenn sie dann was dagegen gehabt hätten. Und ich finde, jeder sollte das selber entscheiden können bei seinen Kindern, ob er möchte oder sie, dass die im Internet zu sehen sind oder nicht. Und dem macht es anscheinend nichts aus. Und deshalb habe ich da Glück und kann da Fotos posten. Wie das mit Videos ist, weiß ich jetzt noch nicht. Seht ihr dann, ob wer in diesem Vlog verpixelt oder in diesen Vlogs. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das aufteile. Ob das jetzt alles so ein mega langes Video wird. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Footage ich habe. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel GoPro Footage. Oh, ich war die ganzen letzten Wochen nicht geschminkt, deshalb packe ich mir die ganze Zeit überall ins Gesicht. Aber jetzt habe ich ja Make-up drauf und Pickel. Yay. Das kommt von der ganzen Hitze. Ja. Jetlag-technisch geht es mir auch ganz gut. Also kein schlimmer Jetlag. Es hilft eher, verhilft mir eher zu einem guten Schlafrhythmus, was natürlich super ist. Also ich gehe so um 10 Uhr ins Bett, stehe um 7 Uhr auf. Finde ich an sich ganz gut. Ich will aber, also jetzt die letzten Tage war ich schon wieder später im Bett, weil wir dann immer so viel noch zu tun hatten. Also ich will das schon versuchen auf 10 Uhr zu halten, weil sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. Ja, genau, jetzt gehe ich mal wieder runter und helfe denen da Essen weiter vorzubereiten. Es läuft nämlich jetzt so ab, dass den ganzen Tag weiter gegessen wird und morgen und übermorgen glaube ich auch noch. Die Familie hatte mir erzählt, dass die letzten Jahre kamen dann Freunde am 25. morgens zu denen und sind einfach nur noch 2 Tage länger geblieben, so ganz ungeplant. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das hier wird mit Weihnachten. Es wird auf jeden Fall ganz anders. Es ist bis jetzt schon ganz anders. Aber ich freue mich auf das ganze Essen. Es sind so unglaublich leckere Sachen dabei. Ich nehme die Kamera jetzt auch mal mit runter und filme so ein paar Clips für euch, damit ihr mal so ein bisschen mitbekommt, was da los ist. Die sind alle so offen und alle rennen mit Kameras rum. Deshalb sollte das schon in Ordnung sein. Aber Gesichter seht ihr wahrscheinlich dann nicht. Mal sehen. Außer wenn die ins Bild wollen. Achso, und ich habe hier noch ein großes Chaos auf dem Boden, weil ich ja noch keinen Kleiderschrank habe. Ich ziehe aber dann wahrscheinlich in ein paar Tagen ins Au-pair-Zimmer um. Das ist ja das Zimmer von einem der Kinder. Und noch ist halt das andere Au-pair da. Und wenn sie weg ist, dann ziehe ich in ihr Zimmer. Aber eigentlich will ich gar nicht, dass sie weggeht, weil wir uns so gut verstehen. Aber dann habe ich einen Schrank. Also auch nicht schlecht. Hier haben wir Sushi. Ist aber, glaube ich, nicht vegetarisch. Und das hier ist so lecker. Das ist so Spinat Creme Fraiche Füllung, glaube ich. What is in there again? Onion and the vegetable soup. You know,
know, those soup you just pour the hot water. Mm-hmm. So you mix it up. Ah, okay. And that's one separate bowl. And another one's got sour cream, mayonnaise, and spinach. Mm. And then put it together. Idea is the onions juice will come out into the dip with the soup mix. And then obviously spinach. And of course that good part is the sour cream. We've got so much sour cream. So, you have a YouTube channel? Yeah. YouTube channel. Cool, cool. Ganz viel Mango. Dann haben wir hier etwas, das ein bisschen aussieht wie Frikadellen. Das sind aber Zimtkugeln, sag ich mal. Die haben ein bisschen Zimt nach Rezept. Und die haben mehr Zimt, weil die Familie fand, dass das noch nicht genug war. Und ich habe die hier schon probiert, die muss ich noch probieren. Aber die sind richtig, richtig lecker. So ein bisschen wie Zimtsterne. Also, Sushi riecht so gut. Diese Sojasauce daneben auch noch. Der Geruch, oh mein Gott, ich würde es am liebsten essen. Aber es ist halt mit Lachs und Hühnchen. Wenn ich darüber dann nachdenke, will ich es auch gar nicht mehr essen. Aber es riecht trotzdem so gut, wenn das vegetarisch wäre. Ich muss sie nochmal fragen, ob sie das nochmal irgendwie machen kann. Weil ich glaube, dass ich sie noch oft hier auch sehen werde. Weil also sie, die das Sushi gemacht hat, die auch so ins Video reingerufen hat. Das ist eine super gute Freundin von meiner Gastmutter. Sie meinte, dass andere Mütter wohl auch da so Figuren richtig reinmachen in Sushi, dass es so richtig cool aussieht, dass da so ein Teddybär drin ist oder sowas. Sie meinte, sie kocht nicht gerne, sie isst nur gerne, deshalb macht sie das in der Schnellversion, aber es sieht trotzdem total professionell aus. Meine Hostmama macht gerade so eine Quinoa, sie hat quasi so einen Quinoa-Salat gemacht, da sind glaube ich auch Kürbis, mal das zu übersetzen jetzt alles. Ich habe es alles auf Englisch im Kopf. Was habe ich denn da noch drin gesehen? Obst und Gemüse, glaube ich. Und dann wird das alles so mit Ei untergerührt und dann wird das als Brot gebacken quasi. Bisschen wie so ein Brotkuchen und dann hat man noch so eine Salsa dazu. Ich bin so gespannt. Also das ist wohl ein Jamie Oliver Rezept. Und generell, alles was die hier kochen, sind alles irgendwie Rezepte, von denen ich noch nie was gehört habe und die alle so lecker sind. Ich brauche alle Rezepte, bevor ich hier weggehe. Christina, das andere Ufer, hat auch schon gesagt, sie verlässt Australien nicht, bevor sie nicht alle Rezepte hat. Wir haben hier jetzt einen Salat mit Spinat und Früchten. Sieht so gut aus. Und da ist das Brot, der Brotkuchenartige, was ich von eben schon erzählt habe. Wie unfassbar geil sieht denn das bitte aus? Christina, was ist dein Kommentar zu diesem Anblick? Wir waren gerade im Pool. Jetzt esse ich eine Nussecke. Ich überlege gerade, ob ich mich einfach mal irgendwie eine halbe Stunde hinlege. Bin noch so müde von dem ganzen auf dem Boot schlafen und so irgendwie. Schlafentzug. Ich halte dabei den Handtuch fest, deshalb ein bisschen schwierig hier mit dem Film. Oh Gott, ich bin gerade ein paar Minuten auf dem Bett eingeschlafen, nur so 10 Minuten. Noch nicht mal richtig eingeschlafen oder so. Und plötzlich höre ich durchs ganze Haus rum, Cara Cheesecake. Die nennen mich Cara, weil es einfacher auszusprechen ist. Und der Käsekuchen sieht so lecker aus. Swimming with turtles. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin am Flughafen noch, beziehungsweise jetzt am Bahnhof des Flughafens in Sydney. Ich bin gerade eben von Brisbane nach Sydney geflogen. Heute ist Silvester, oder heute Abend ist Silvester und ich bin hierher geflogen, um mir die Feuerwerke anzuschauen, weil das erste ist, was ich jemals irgendwie über Australien oder von Australien gesehen habe auf Fotos und ich wollte es unbedingt immer schon mal sehen und deshalb fahre ich jetzt zu einem anderen Au-pair, die ich während der Orientation Days kennengelernt habe und schlafe zwei Nächte bei ihr. Also jetzt unter Silvester werden wir wahrscheinlich nicht so viel schlafen, die Nacht dann danach. Und genau, wie es dann weitergeht, erzähle ich euch dann. Wir stehen, warte, ich zeige euch jetzt mal den eigentlichen Hintergrund. Da hinten ist das Opernhaus. Man sieht gar nichts. Ja, aber da war das Opernhaus. Ich habe noch da. Und da drüben ist die Harbour Bridge. Ja, Sekunde. Da im Hintergrund. Ich habe ungefähr das stylischste Outfit an, was ich jemals in meinem Leben getragen habe. Und die Kapuze. Hört schon wieder auf. Was war unangenehmer? Das oder das, als wir mit das Sandwich gekauft haben? Das war mir mit dem Sandwich sogar unangenehmer, weil hier ist. Weil du filmen musstest. Ja, nein. Weil die ganzen Leute da vorbeigehen. So, hier ist gerade eine Etage tiefer. Das ist eben schon mal passiert. Das ist abgestimmt. Na, jedenfalls wollte ich eigentlich nur erzählen.
dass es total doll regnet. Also jetzt nicht mehr so ganz so schlimm, aber das Wetter ist gut deutsch scheiße. Aber, also es gewittert auch und so weiter. Aber naja, vielleicht wird es ja bis 12 noch besser. Ist ja noch ein bisschen hin. Wie viel haben wir jetzt? 19:55 Uhr. Und ich glaube, um 9 ist auch schon ein Feuerwerk, ne? Ach, schon wieder die Kapuze hier weg. Also tut mir leid für die Kameraführung hier, das ist wirklich eine Zugezogen. Oh mein Gott, irgendwie werde ich gerade voll albern. Fass mich mal an. Die armen Zuschauer. Dieser Mädel da vorne, so ist die so nicht irre. Ja, das sind andere Deutsche und die drehen komplett am Rad. Bei denen ist komplett vorbei. Naja, um 9 gibt es auf jeden Fall irgendwie so ein Kinderfeuerwerk. Da ein bisschen Entertainment für zwischendurch. Das ist schon mal ganz gut. Und das Einzige, was wir hier zu essen bekommen haben, ist jetzt zwar Eis. Das ist unser Abendessen. Oh, ich hab richtig Gänsehaut. Ich auch. Richtig schönes Feuerwerk, aber es ging nur 12 Minuten und wir dachten, dass es so 20 oder 30 Minuten geht, deshalb war das so, huch, schon vorbei, aber das, was da war, war einfach wirklich unfassbar schön, ganz unglaublich. Ich will gar nicht so viele negative Sachen sagen, aber also wir hatten echt guten Platz. Natürlich waren die Handys dann immer so im Weg, ich dachte mir zwischendurch so, nehmt doch bitte einmal kurz die Handys runter, dass man das mal so genießen kann. Ich habe natürlich auch ein bisschen was gefilmt, aber den größten Teil habe ich so, Großteil.
Deutsch. Habe ich versucht so zu genießen und in mir aufzusaugen, damit ich das so in meinem Kopf behalten kann, in meinem Herzen. Ich kann nicht mehr stehen, mein kompletter Rücken. Erstmal ein bisschen essen. Ja. Vor allem, ich bin noch in Brisbane-Zeit. Da ist es erst 11. Das ist eigentlich. Beziehungsweise jetzt mit gleich ist auch 12. Wie viel Uhr ist es? Hier? Viertel vor 1. Viertel vor 1. Das heißt, in einer Viertelstunde ist in Brisbane auch neues Jahr. Meine Gastfamilie feiert jede Stunde, beziehungsweise teilweise sogar halbstündig. Australien hat ja auch halbstündige Zeitzonen. Das neue Jahr. Die haben angefangen mit. Ich weiß die Orte gar nicht. Da, wo das erste neue Jahr ist. Das erste, der erste Ort, an dem das neue Jahr gefeiert wird, da haben die angefangen und den ersten Shot getrunken. Und dann Sydney und immer so weiter. Nee, ich glaube dann erst noch Neuseeland, dann Sydney. Und wir machen das alles durch bis London, weil einer von den Freunden der Familie aus London kommt. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich kriege hier gerade Nachrichten. Happy New Year. Ja, es kommen die ganzen Nachrichten rein und dann irgendwann nochmal, wenn das in Deutschland soweit ist. Ich bin gar nicht so euphorisch, wie ich dachte, dass ich wäre. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass es nicht unglaublich war, sondern daran, dass einfach so unfassbar viele Eindrücke gerade auf mich einpassen. Ich bin den ersten Tag richtig in Sydney, ohne irgendwie Orientation Days oder irgendwas zu haben. Ich laufe hier wirklich gerade ganz frei durch und war das erste Mal beim Opernhaus und bei der Harbour Bridge und habe die das erste Mal gesehen und dann direkt mit dem Feuerwerk. Und ich habe gerade so viele neue, nette Menschen kennengelernt und es waren so unglaublich viele Eindrücke auf einmal, dass ich das, glaube ich, einfach noch nicht so realisieren kann. Und ich bin mir sicher, dass ich dann irgendwann im Bett liege und mir so denke, in irgendeiner ruhigen Sekunde bricht es dann alles so auf mich ein und dann wird so, oh mein Gott. Aber bis jetzt kann ich einfach nur sagen, dass es einfach wirklich wunderschön war. Ich bin so dankbar, hier zu sein und ich schon fast enttäuscht war, dass es dann nach 12 Minuten schon vorbei war, weil ich so, es war so schön und irgendwie, ich habe gar nicht so realisiert, dass es schon so das Finale war, weil normalerweise die letzten Jahre das immer so 20, 30 Minuten ging und ich glaube, viele Leute standen da so und waren so, schon vorbei? Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich könnte jetzt echt direkt schon schlafen gehen. Irgendwie total fertig von dem ganzen Tag mit dem Reisen hierher und so weiter. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach nur was zu trinken und dann kann ich ins Bett. Wir sitzen im Hungry Jack's und haben vegane Cheeseburger. Und es ging so schnell gerade jetzt. Also immer in der Schlange stehen war ungefähr der Tod. Aber jetzt haben wir Essen und das ist ganz, ganz toll. Irgendwie jetzt kommt doch der Hunger. Keine Ahnung. Ich freue mich gerade so sehr auf das Essen. Und? Schmeckt's? Ist okay. Guten Morgen. Es ist der nächste Tag, der 1. Januar und ich bin bei meiner Freundin Marlin hier zu Hause oder bei ihrer Gastfamilie. Die sind so nett, das Haus ist so groß. Also, ich weiß nicht, ob ich jemals in so einem großen Haus war, aber die sind total nett und genau, ich habe mich gerade schon ganz lange mit der Mutter unterhalten und gute Gespräche geführt, während Marlin mit den Kindern im Pool war. Wir sind super durch von gestern, total fertig. Ich glaube, wir waren ja nicht so super spät im Bett. Nach Brisbane-Zeit war es, glaube ich, zwischen 2 und 3 oder so und nach Sydney-Zeit zwischen 3 und 4. Ungefähr um den Dreh. Ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt irgendwann. Aber wir standen einfach die ganze Zeit. Wir standen so lange und weil es so doll geregnet hat, konnten wir uns halt nicht auf den Boden setzen oder sowas. Wir haben uns inzwischen nicht immer so hingehockt. Aber ja, unsere Beine und Füße, alles tat weh und wir waren einfach nur super erschöpft von dem Tag und haben auch sehr, sehr gut geschlafen. Also wir haben komplett durchgeschlafen. Das habe ich wirklich nie, wenn ich sonst irgendwo in der ersten Nacht bin oder ganz selten, dass ich sofort durchschlafe. Ich brauche immer 2, 3 Nächte, bis ich mich so an die neue Umgebung gewöhnt habe. Was natürlich beim Reisen super ist, wenn man überall nur 1 oder 2 Nächte ist. Aber ich habe wirklich einfach komplett durchgeschlafen und heute Morgen ging dann der Wecker an, weil Marlin ja auch arbeiten muss. Und, oder was heißt arbeiten, halt sich so ein bisschen im Alltag beteiligen, ein bisschen mit den Kindern helfen und so. Und ich war so, oh, und ist mir aufgefallen, dass ich das erste Mal da wach war und dass ich die ganze Zeit durchgeschlafen habe. Ansonsten gibt es gerade nicht viel mehr zu berichten. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall Mittagsschlaf machen. Glaube ich auf jeden Fall, das ist irgendwie unlogisch. Ich werde einen Mittagsschlaf machen, so. Marlin meinte auch schon, weil wir so müde sind. Ich habe schon eine riesen Tasse Espresso getrunken. Ich habe so gefragt, ob ich irgendwie mir einen Kaffee machen kann. Dann hat sie gesagt, ja, wir haben hier so eine Espresso-Maschine. Die ist sogar deutsch, von Miele irgendwie. Normalerweise hat man ja so einen Espresso ungefähr so viel. Und sie macht mir erstmal so eine riesen Tasse. Und ich so, okay, danke schön. Kann ich gebrauchen.
ja, jetzt bin ich mit Espresso gedopt. Mal sehen, was der Tag noch so bringt. Es ist wirklich deutlich wärmer in Sydney als in Brisbane, wobei ich nicht weiß, wie warm es jetzt in Brisbane ist, aber als ich in Brisbane war, war da noch nicht die Hitzewelle. Aber generell ist in Australien gerade eine Hitzewelle. Das wird wohl auch in Europa überall in den Nachrichten berichtet und so. Es ist Abend geworden und wir laufen gerade von einem Shop zurück, haben uns Chips geholt und Tim Tams. Das sind so Schokoladenkekse, die ich auch erst hier in Australien kennengelernt habe, die mega lecker sind. Und Marlene hat sie noch nicht probiert. Das heißt, es gibt heute eine Schoko-Einweihungsparty in der Nacht. Und es ist ganz unglaublich, weil hier nämlich ganz viele Fledermäuse rumfliegen. Das ist nicht verrückt. Und die sind richtig groß und fliegen hier rum wie Vögel. Und wenn man nicht drauf achtet, dann denkt man echt, das sind Vögel. Das sieht aus, als wären es Vögel und die fliegen auch wie Vögel. Aber es sind Fledermäuse. Cool ist das.